Das ist ein herrliches Aroma. Ich stehe da jetzt neben einer sogenannten Apfelquitte. Das ist eine der besten Duftpflanzen, finde ich, die die Natur uns bieten kann. Diese Früchte, die riechen so ganz herrlich, so ein vanilliges Zitronenaroma. Man sieht aber auch, dass das ganz ein netter Strauch ist. Die werden so 2, 3, 4 Meter hoch und breit. Sind also gut für einen kleinen Garten. Wird eigentlich gar nicht so wenig gesetzt. Die meisten verkochen es dann. Man kann aber noch viel mehr damit machen. Du kannst super dekorieren. Du kannst es aber auch so ganz nett verarbeiten. Das zeige ich jetzt einfach. Die Quitten, die sind oft so ein bisschen so pötzig behaart. Wenn sie ganz reif sind, oft ist der Pötz ziemlich weg. Den kannst du so runterrühren, dann glänzen sie richtig schön. Und was vielleicht nicht jeder weiß, die Quitten, wenn sie reif sind, die kann ich direkt roh essen. Nur du darfst halt nichts vom Kerngehäuse erwischen, weil da sind viele Steinzellen drin, das ist nicht gut. Aber da kann man ruhig einmal so einen Schnitt runterschneiden und probieren. Das ist super, müsst ihr mal probieren. Ja, das vorher, wo wir waren, war eine sogenannte Apfelquitte. Jetzt stehen wir da bei einer Birnquitte. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Und was man da auch gut sieht, wie groß diese Birnquitten werden. Die sind auch super, super saftig. Was auch cool ist bei dem Baum, der ist jetzt so ungefähr 4, 5 Jahre alt. Die tragen sehr, sehr schnell, oft im ersten Jahr beim Setzen schon. Also ein Baum, der wirklich viel kann und wunderschön von der Optik her ist. Ein paar brauche ich noch, weil ich mache ja nachher eine schöne Innenraumdeko mit meinen Quitten. Ja, ich glaube, das reicht. Das Nette ist auch, dass es so schnell geht, weil sie so riesig sind. Ja, unser Quitten ist ja von der Verarbeitung her 1000 Sasser Inhaltsstoffe reichlich vorhanden, Vitamin C und so weiter und so fort. Was eh viel kennen, glaube ich, die Quittengelee, Quittenkäse, du kannst sogar so Süßigkeiten draus machen. Quittenlikör ist auch was Feines. Was vielleicht auch eine coole Geschichte ist, was man nicht so kennt, man kann es ganz dünn herschneiden, trocknen und dann einen Tee draus machen. Oder auch dünn schneiden, dünsten, ein super Kompott. Was mir aber auch voll taugt, eben dieser Duft. Und da machen wir uns jetzt eine schöne Raumdeko, weil die Quitten halt sehr, sehr lang, etliche Wochen. Das ist was ganz was Einfaches, aber schön. Schönes, oder? Ja, schaut doch lässig aus, oder? Ist ganz was Schlichtes und der Duft ist herrlich über viele Wochen.